So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim Video Truck Simulator 2. Genau, weiter geht's. Wir sind immer noch müde, da muss man drauf achten. Ich habe noch nichts Gutes dabei, ehrlich gesagt, aber naja, wir geben uns Mühe. Vielleicht haben wir Glück und da kommt gar Hilreichstätte. Wäre nicht verkehrt zumindest, ne? Ja, auf jeden Fall. Fahren wir rechts rüber. Müssten ja auch hoffentlich bald mal da sein, ne? Schon interessant, wie lange wir hier noch fahren müssen. Naja, egal, irgendwann kommen wir schon noch an. Bloß, dass wir nicht gleich in so eine Kurve eindösen. Echt jetzt? Das gibt's nicht, ne? Anstatt dann zu bremsen und hinter mir einzuscheren, nee. Noch ätzend. Riskiert ja voll unser beider Leben. Na ja, gut, mehr sein eigenes als meins, ne? Ja. Wo sollen wir hin? Eisenstadt. Eisenstadt oder Eisenstädt? Nee, Eisenstadt. Okay, was für ein Name für eine Stadt. Okay. Cooles Autobahnkreuz hier. Ja, gefällt mir. Solche komplexen Kreuzungen finde ich viel schöner als diese vereinfachten, normalen ETS 2. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir das nicht verändert haben. Aber gut, ist auch ein mega Aufwand, ne, letztendlich. Muss man ja auch so sehen. Naja, nee, ich weiß. Wir sind müde. Wir sind müde. Aber warum bin ich jetzt hier lang gefahren? Das kann man doch wieder auf dieselbe Autobahn. Irgendwie keinen Sinn. Nicht so richtig, ne? Nochmal Platz für die anderen. Also hübsche Ecke, sehr, sehr hübsche Ecke hier. Super geil. Möchte man sich gerade ins Auto steigen und losfahren? Ja, ne? Deshalb, wenn man überlegt, was die ganzen. Klar, es ist halt Stress pur und der Zeitdruck und alles und eigentlich haben sie gar keine Zeit, aber trotzdem, was sie unterwegs alles sehen, ist der Wahnsinn. Ja, wie hier zum Beispiel, das ist echt hammerhart. Schade ist halt bloß, dass man das mit niemandem teilen kann. Wobei manche, habe ich gesehen, machen auch Livestreams von ihren Fahrten her. Ist auch ganz cool. Also so real life, ne? Nicht hier so ETS 2 mäßig, sondern halt wirklich Livestream aus dem LKW. Ja, oder manchmal haben sie ja noch irgendjemanden dabei, ne, den sie mitnehmen für die Fahrt. Sieht man manchmal die Kinder daneben sitzen, wenn die Ferien haben, oder die Frau, die sonst mitfährt. Ja. Krass. Ah, fahren wir ein bisschen schneller. Ja, ich weiß. Ich kann es bloß nicht ändern. Wenn halt keine Raststätte da ist, kann ich halt nicht Pause machen.
hier vorne was? Oh ja, guck mal, da zeigt er was an. Wie lange noch? 200 Meter. Aber nur Tankstelle. Na, hoffen wir, dass er auch einen Rastplatz hat. Ja, tanken muss ich nicht, aber zumindest rasten muss ich. So, er sagt Rechtsweg für LKW-Parkplätze. Okay. Dann schleichen wir hier mal ganz vorsichtig lang. Lass mal langsam ausrollen. Wunderbar. Boah, gerade noch so geschafft, würde ich sagen, ne? Macht so ein bisschen den Eindruck. Sehr schön. Doch mal rein hier. Links war alles frei. Jetzt haben wir eine Spur wechseln müssen. Oh, Lox, ey. Schon rumgekommen, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Gute Frage. Auch krass, mal, dass so viele noch mit Wohnmobil durchgegangen, also beziehungsweise so ein Anhänger, ne? So ein Camping-Anhänger, das kann man ja schon sagen. Dabei haben. Wohnmobile sieht man dann doch schon öfter, wobei ich mich echt frage, wie viele davon wirklich gekauft sind. Die Dinger sind wirklich schweineteuer und selbst gebraucht. Also zum Beispiel in Amerika ist das ja was ganz anderes von der Größenordnung her. Ne? Da findest du dann wirklich Dutzende für teilweise ein Apfel und ein Ei. Gut, da muss man ein bisschen was dran machen, aber das kannst du hier zum Beispiel vergessen. Wenn du hier eins findest, was günstiger ist, dann ist das kommt meistens, also eigentlich in fast allen Fällen, komplett hin. Und so viel kannst du dann gar nicht selbst machen und ja, das ist dann Schwachsinn. Ich weiß nicht, warum das manche Leute noch verkaufen, aber es ist dann wieder so typisch hier in der Ecke, ne? So das Motto, selbst an dem größten Schrott hängt man noch und will dafür ein halbes Vermögen haben, weil man seinen ideellen Wert, den man damit verbindet, seine Erinnerungen bezahlt haben möchte von fremden Menschen. Das ist total bescheuert, schwachsinnig. Da vorne müssen wir rechts weg. Fahr ich schon mal hier rüber. Boah, jetzt geht es aber ganz schön steil bergauf, ne? Ah, ganz schön zu kämpfen. Aber geschafft, das ist ja die Hauptsache. War trotzdem eben schon so, puh, nicht ohne. Keine Autobahn mehr. So, wo soll man es denn hin liefern? Ist es das da vorne schon? Also die Zielstadt, der Zielbereich? Ich denke mal, ne, wenn wir schon auf der Straße unterwegs sind. Ich glaube, ich habe da schon diese Ringe gesehen vom Zielbereich. Oder täusche ich mich? Doch, doch, das sieht. Oh, schaffe ich nicht mehr. Ah.
Okay, warum auch immer es keinen Schaden gab und keinen Unfall. Interessant. Verkehrte Welt hier. Ah, ist ja nichts dran, sieht man ja, ne? Alles noch heile. Naja, aber da hinten ist eigentlich das Ziel. Yay! Es war echt eine lange. Wobei, ja, es geht. Also diese eine Strecke, die wir hatten, wo wir nach ganz oben fahren mussten, ja, wo wir noch umschalten mussten auf manuelle Schaltung und alles. Alter Schwede. Das war echt nicht ohne. Langsam. Na gut, aber man muss überlegen, was für ein Gewicht mitschleppen, ne? Ja. So. Hier zu TNT oder was? Okay. Das ist ja super. Das finde ich ideal mit der Lok. Weil rückwärts einparken wäre jetzt nicht unbedingt noch so super toll gewesen. Weil es wäre auch gegangen. Yay! Ich glaube, es waren irgendwie 80.000 oder sowas, was wir bekommen haben. Oder bekommen sollten. 30.000, wow. Ist echt wenig dafür. Hm, was nehmen wir denn? Nehmen wir zum rechtliche Fracht. So, wie immer gucken wir mal, was es so Schönes gibt. Wir sind hier in Graz. Okay. Dann könnte man das hier fahren. Nein, nee, da will ich das nicht. Ich will lieber in die andere Richtung wieder. So weite Strecken. Hm. Warte mal. Bei schnellen Aufträgen müssten da nicht diese Schwerlasttransporte mit dabei sein? Gewicht 47 Tonnen. Wie ist es nach Geld? Warte mal. Na, also kaum was im Moment, ne? Nein, überlege ich mir das noch, was wir beim nächsten Mal dann machen. Also, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.